Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum heutigen Webinar am Freitag mit Ideen für den heutigen Handel, dem Ausblick für die kommende Woche und wieder etwas Education heute in einem anderen Bereich als sonst. Wir schauen uns einfach mal die NFP-Daten an. Letzte Woche hatten wir ja das Non-Farm Payroll Trading hier am Freitagnachmittag. Heute schauen wir uns diese Daten einmal genauer an und sehen, was wir daraus im Endeffekt auch für die Zukunft so ein bisschen mit absehen können, weil das Trading ist das eine, diejenigen, die das Ganze auch für die mittelfristige Planung in den Indizes bzw. für die wirtschaftliche Entwicklung im Allgemeinen nutzen wollen, da schauen wir mal in die Daten rein. Wir haben auch wieder viele Live-Zuschauer, alle hier willkommen. Olaf, Ludger, einen herzlichen guten Morgen, einen schönen guten Morgen und einen, ja, sag ich mal, tollen Start in das Wochenende, letzter Arbeitstag der Woche, dann geht's hier sozusagen los. Elena, ich sehe auch, du bist live dabei, auch dir einen schönen guten Morgen aus meinem Handelsbüro. Schauen wir wie immer zuerst auf den obligatorischen Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Hier noch schnell die Agenda für den heutigen Tag. Wir schauen wie immer an den Freitagen auf die aktuellen Handelsideen. Wir machen den Wochenausblick für die Nachrichten. Wir schauen, was die großen Indizes der Welt hier machen. Vielleicht auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Das ist ihre Aufgabe sozusagen. Wer mag, hier live zuschaut, einfach mal den ein oder anderen Wunschmarkt mit hineingeben. Und dann geht es in das Thema Know-how der US-Arbeitsmarkt. Erste Wolken ziehen auf, sage ich mal so ein bisschen. Es gibt so Anzeichen dafür, dass sich hier die Wirtschaft auch etwas verändert. Da gehe ich danach drauf ein, was wir hier im Job Report sozusagen in den NFPs von der letzten Woche etwas herauslesen können. Also etwas Fundamentales heute im edukativen Teil. Den werde ich technisch auch wieder trennen, dass der auch separat immer wieder ansehbar ist an dieser Stelle. So, und damit würde ich vorschlagen, geht es direkt in die heutigen Handelsideen rein, wie immer mit den aktuellen Tagesnachrichten. Sie sehen, es gibt hier heute keine dicke rote 3. Das heißt, wir haben jetzt hier keine weltbewegenden Nachrichten, die wir hier entsprechend haben. Wir bekommen heute am Nachmittag aus den USA ein paar Informationen um das Thema Exportpreisindex, Importpreisindex. Wir werden aus der Uni Michigan die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen bekommen. Und dann im späten Verlaufe des Tages, wie immer für die COT-Freunde, die Daten aus den entsprechenden Tabellen für die COTs, das heißt hier die CFTC-Positions in den entsprechenden Rohstoffen bzw. Indizes und Währungen. Also für diejenigen, die das Ganze interessiert, da gibt es heute wie jede Woche Freitag die entsprechenden Nachrichten. Und ich denke, die COT-Reports auch anschauen, die werden das auch wissen. Ich weise trotzdem darauf hin, weil hier viele immer auch neu zuschauen und mit diesen Begrifflichkeiten der COT-Reports noch nicht so richtig was anfangen können. Googeln Sie ruhig mal. Das sind sehr, sehr interessante und wichtige Informationen. Gerade für die Planung im Trading kann das Ganze hilfreich auch angewandt werden. Und damit zu den Handelsideen für den heutigen Tag. Ich habe für Sie vorbereitet einen Blick in die Währung Australdollar, Neuseelanddollar. Dann schauen wir mal auf den Hang Seng und den Schweizer Franken in Koppelung mit dem japanischen Yen. Und dazu hole ich gleich wieder den Metatrader hier rein. Und wir haben gerade auch hier das letztgenannte Währungspaar auf dem Schirm. Sie sehen den Schweizer Franken, japanischen Yen, hier mal im großen Bild sozusagen. Wir hatten doch lange Zeit eine Abwärtsdynamik, jetzt hat sich hier ein Aufwärtstrend entsprechend etabliert, der mittlerweile auch gut in seine Bewegung hineingelaufen ist. Wir sehen auch hier, die letzte Korrektur fand in einem Abwärtstrend statt, da. Hier ist er eingezeichnet, beziehungsweise hier hat er noch den letzten kleinen Schliff gehabt, dann lief es hier nach oben. Wir haben hier schön einen
Aufwärtstrend, der sich etabliert hat, hier auch über dieses Hoch drüber gegangen. Wichtig ist halt auch diese Marke, die hier gerade gut zu sehen ist, also dieser Punkt hier. Wir sind also über diese ganzen Hochs aus diesem Abwärtstrend definitiv auch drüber gegangen. Das heißt, das, was hier vorne ist, ist jetzt erstmal negiert worden. Jetzt ist halt die Frage, wie geht es weiter? Und diese Frage hat sich mir gestern mit einem Zeichen hier im Chart näher aufgedrängt, weil wir hatten hier diese Kerze. Sie sehen diese Kerze, diese starke Umkehrkerze, wo wir doch im Intraday-Verlauf weit, weit nach oben noch gelaufen sind und dann vollständig abverkauft wurden und sogar im Minus geschlossen haben. Das ist ein Zeichen häufig dafür, dass es erstmal etwas nach unten geht. Das heißt, dass irgendwo eine Korrektur anfängt. Das muss natürlich bestätigt werden, aber dieses Zeichen ist jetzt einfach da. Das heißt, an dieser Stelle gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, in meinen Augen die wahrscheinlichste, aber man muss da nicht recht haben. Deswegen braucht man zwei Szenarien bei diesen Dingen immer. Das hier ist ein Umkehrsignal. Umkehrsignale heißen ja, wenn das Umkehrsignal im Aufwärtsschub kommt, dass die Kurse erstmal ein Stück weit nach unten laufen. Das heißt hier, wenn diese Kerze bestätigt wird, der Markt hier ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen weiter nach unten gelaufen, dann haben wir die Korrektur, die Bewegungskorrektur, oder das heißt den Arm der Korrektur nach der Bewegung in diesem kleinen blau eingezeichneten Trend. Und diese kann jetzt natürlich ein Stückchen tief laufen. Das heißt, wir haben hier die nächsten Anlaufpunkte an den Tagestiefs hier vor uns liegen bei 111,605, beziehungsweise hier dann ein kleines Stückchen tiefer bei 111,404, bevor wir hier unten dieses letzte Korrekturtief haben bei 100, ja, knapp 11, was haben wir hier, 110,992 in diesem Bereich. Hier drunter sollte es optimalerweise nicht gehen, weil sonst wäre dieser Aufwärtstrend, den ich hier in blau eingezeichnet habe, gebrochen. Das wäre nicht ganz so charmant, da könnte die Korrektur dann auch deutlich tiefer laufen. Das heißt, wir könnten ja rein theoretisch bis hier runterlaufen und die 110,174, das wäre ohne weiteres möglich, würde aber eher ein Zeichen von etwas Schwäche sein, aber wir wissen es nicht. Kurzfristig heißt es halt erstmal, was machen wir hier bis darunter, das würde dann, denke ich mal, doch etwas länger dauern, nach unten in diese Seite. Sollte der Markt wieder nach oben drehen, haben wir auch ein paar Anlaufpunkte da. Das ist zum einen erst einmal logischerweise das Tageshoch von gestern bei 112,925 im Raum zu finden. Und wenn wir von diesem Punkt aus mal etwas weiter nach links auf den Monitor rüberschauen, dann sehen wir haben ja relativ nah auch noch ein paar andere Hochpunkte liegen, die der Markt anlaufen kann, um den Bereich von 113,186 beziehungsweise hier die 113,512. Das hier auf der Oberseite sollte der Markt stark werden. Und dieses kleine Geheimnis, wo wird der Markt denn stark, das können wir uns auch in der Stunde mal anschauen. Wir haben jetzt hier in der Stunde die Situation, dass wir hier diesen Bruch drinnen hatten. Hier ist der letzte Schub vom Aufwärtstrend, der ist nach oben hingelaufen, der ist jetzt nach unten gebrochen. Jetzt wird es halt spannend, was der Markt hier macht. Wir hatten diesen Schub nach unten, wir hatten jetzt die Korrektur und wenn der Markt hier unten drunter läuft, unter diese Marke, unter diesen Tiefpunkt hier von 112,165, dann haben wir hier einen Abwärtstrend in der Stunde und das wäre dann sozusagen hier der Bewegungstrend nach, oder nein, ich mal mit meiner Bewegung, das wäre dann eine Bewegung nach unten. Das heißt, wir sehen hier dann durch den Trend, durch den Abwärtstrend der Stunde, durch die fortlaufende Bewegung sozusagen, weil es dann ein Abwärtstrend ist, sehen wir hier die Korrektur im Tageschart. Das heißt, das wäre dann das Bild. Hier sehen Sie es nochmal, ich zeichne es Ihnen mal ganz kurz ein, da mache ich es mal kurz etwas größer. Wir haben jetzt hier sozusagen die Bewegung gehabt im Stundenchart. Das kann ich hier nicht zeichnen. Kleinen Augenblick, ich gehe mal direkt in die Stunde rein, da zeichne ich es Ihnen in der Stunde ein. Der hängt an dieser Stelle immer an geraden Linien, deswegen kann ich die Linien dort nicht so schräg zeichnen, wie ich das gern haben möchte. Dann mache ich das hier mal etwas kleiner. Das heißt hier, schau mal, hier haben wir die Bewegung nach unten, dann haben wir jetzt hier die Korrektur und wenn der Markt dann unten drunter läuft, dann haben wir hier entsprechend den Abwärtstrend, der Trendbruch. Ich hoffe, das kann jeder sehen. Hier an dieser Stelle war der Aufwärtstrend, den wir hier hatten, gebrochen. Und jetzt kommt es halt darauf an, was der Markt hier entsprechend macht. So, das Ganze schaut dann im Tag so aus. Hier nicht ganz so schick, deswegen hatte ich das jetzt mal in der Stunde eingezeichnet, dass wir das deutlich besser auch sehen können. Ich löse es gleich mal aus. Also das Szenario nach unten. Logischerweise, wenn der Markt wieder hochdreht, dann sehen wir hier unten einen neuen Aufwärtstrend. Das heißt, was jetzt auch passieren könnte, ist, wenn diese Abwärtsdynamik nicht gespielt wird, dass der Markt sozusagen hier die erste Gegenschub gemacht hat, jetzt eine Korrektur hat und dann sozusagen nicht nach unten läuft, sondern aus diesem Schub hier nach oben vor diesen Tiefpunkt umdreht und dann nach oben läuft. Das wäre dann ein erstes Indiz dafür, dass der Markt doch nicht so schnell nach unten möchte, sondern wieder etwas nach oben umkehrt. Muss man einfach abwarten. Wir wissen es nicht. Aus diesem Grund schauen wir mal weiter.
was der Markt hier momentan mit uns veranstalten möchte. Und damit in die nächste Währung, und zwar in den Australdollar, Neuseeland-Dollar. Gucken wir auch erstmal im Tageschart an. Australdollar, Neuseeland-Dollar ist hier in einer schönen Situation. Wir haben hier einen Aufwärtstrend, den habe ich Ihnen in Schwarz mal einmarkiert in diese Grafik hier. Ist schön nach oben gelaufen. Jetzt hat man hier Korrektur gehabt. Und hier haben wir etwas Feines, was ich sehr, sehr gern auch sehe, wenn sich innerhalb von übergeordneten Trends auch untergeordnete Trends führen. Es wechselt sich immer mal so ab. Ja? Manchmal muss man Zeiteinheiten miteinander kombinieren, manchmal kann man auch Trendgrößen miteinander kombinieren. Da hatte ich ja schon mal etwas referiert übereinander. Wir haben hier gestern gesehen die Aufwärtstrendbildung. Ich habe Ihnen das mal schön blau mit markiert hier, diesen untergeordneten Aufwärtstrend. Das ist immer ein gutes Zeichen. Dann sehen wir, der Markt tendiert hier nach oben. Und was jetzt passiert ist, der Markt nimmt das Ganze mit auf, die untergeordnete Stunde schauen wir uns gleich mal auf und geht jetzt hier in dieses Preislevel hier von diesem Tageshoch hinein. Ich habe das hier auch markiert bei 101,09553 haben wir hier vom 4.7. das Tageshoch. Und da sind wir jetzt schon rangelaufen. Das heißt, der erste Schub ist ja schon nach oben gegangen. Diejenigen, die den Blog-Eintrag gelesen haben und das Ganze schon eher gesehen haben, konnten hier sozusagen von diesem Schub, wenn sie wollten, schon etwas profitieren nach oben. Das ist jetzt erstmal der Bereich des Tageshochs. Und dann kommt es jetzt darauf an, wo es weitergeht. Das Potenzial ist hier definitiv vorhanden, dass wir hier in diesen Hochbereich von Hammer bei 1,09926 haben wir hier dieses Hochliegen. Das ist das Potenzial, was der Markt hier nach oben hat. Das heißt, das schauen wir uns auch mal kurz in der Stunde an. Wir sehen hier in der Stunde sehr, sehr schön den laufenden Aufwärtstrend hier, steht momentan in seiner Bewegung. Also ich hoffe, Sie können das auch gut sehen hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Hier haben wir Bewegung, Korrektur, schöne Bewegung. Was jetzt normal wäre, wäre hier etwas wieder Korrektur nach unten, dass man dann aus der Korrektur heraus wieder nach oben einsteigen kann. Das Szenario wäre hier nach oben gegeben, kommt es zur Korrektur, dann wäre es natürlich hier interessant, wie verhält der Markt sich hier unten an diesen Punkten bei 109, bei 1,09, was habe ich denn heute nur in dem Währungspaar mit meiner 100? Bitte entschuldigen Sie hier, es ist 1,09299, haben wir hier dieses Tief, beziehungsweise hier wäre dann der nächste Punkt bei 1,09182 an dieser Stelle im Markt zu sehen, die Korrektur nach unten, das sehen wir hier entsprechend im Tageschart, das heißt, wir haben hier die Bereiche auch vom heutigen Tagestief, vom Tagestief zuvor, ist schon weit nach unten, aber das könnte der Markt als Korrektur machen. Aktuell spielt er allerdings die positive Geschichte, wir haben jetzt hier den in blau markierten Aufwärtstrend, das kann ich hier für Sie auch schon mal weiter nach oben zeichnen, der jetzt in seiner Bewegung steht und wir werden schauen, was hier rauskommt. Wie schon gesagt, Potenzial zur Oberseite ist definitiv gegeben. Wenn wir hier oben drüber gelaufen sind, dann macht es Sinn, noch mal etwas weiter nach links auch zu schauen und hier sehen wir dann auch schon, hier hatten wir mal ein Hoch, ein schönes Hoch, ein Kurshoch. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das herkam. Genau, das war das Langzeithoch hier bei 100. Also bei 1,12885. Ich glaube, ich kriege das mit der 100 heute in diesem Chart nicht mehr raus. Wir sind gleich hier weg. Das heißt, Sie müssen sich nicht länger damit quälen, dass ich bei 1, immer die 100 sage. Also hier oben der Anlaufpunkt. Was sehen wir bis dahin noch? Also wir haben hier oben diesen Punkt entsprechend bei 1,10728. Hier haben wir dann noch die Anlaufpunkte. Ich markiere Ihnen das mal. Also mittelfristig die Werte, die wir hier nach oben haben, die liegen dann entsprechend in diesen Bereichen, die ich hier markiert. Das heißt, wenn Sie Ihre Chartanalyse machen und mittelfristig das Ganze auch traden wollen, der erste Anlaufpunkt für die mittelfristigen Trades wäre dann einmal die von mir hier rot markierte Marke von 1,09925, wenn es dann weitergehen sollte, wovon ein Trend auch immer ausgeht, bis er bricht, dann haben wir hier oben die nächsten Anlaufpunkte um die 1,10728, um die 1,1118 und hier der nächste dann um die 1,11394. Das auf der Oberseite, damit Sie mal sehen, was auch an Potenzial dahinter steckt, damit man nicht immer sagen muss, Mensch, der ist jetzt weit gelaufen, jetzt darf ich das nicht mehr traden oder jetzt kann ich das nicht mehr traden. Wenn wir uns diesen Chart angucken, dann haben wir in der mittelfristigen Zeitlinie immer noch die Chance,
weiter nach oben zu laufen. Das heißt, wir können uns hier weiterhin die Frage beantworten, wer kauft nach uns? Und da kommt es immer auch auf den Zeitrahmen an, die Sie traden im Stundenchart, beziehungsweise ja doch im Stundenchart oder im Intraday-Handel. Da macht es relativ wenig Sinn, sich sowas hier hinten anzuschauen. Das ist einfach Quatsch, weil das sind Sachen, die nimmt der Markt in der Regel nicht in einem Intraday-Bereich mit auf. Ja? Aber wenn man mal schaut, was hier an Potenzial in diesem Trade mit reingekommen wäre, wer hier unten rausgetradet hat, dann schauen Sie mal in ein paar Handelstagen, ich glaube, das waren knapp 2 Handelswochen hier, er hat der Markt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dieser Felder nach oben geschoben. Und packen Sie das mal drauf, 1, 2, 3, 4, das sind gerade mal 4 Felder bisher. Also Sie sehen, so ein Markt kann schon Potenzial haben. Wir wissen ja nie, wo es herkommt. Und aus diesem Grund gibt es schon die Möglichkeit im mittelfristigen Bereich, dass hier oben diese Kurswährung da oben reinläuft. Und deswegen schauen wir uns das Ganze hier auch an. Für den kurzfristigen Trader, der das Ganze im Stundenchart oder im Intraday-Chart Ganze traden möchte, der sieht halt hier die Aufwärtsdynamik. Wir sehen, wir haben in der Stunde einen schönen Trend. Der hat mittlerweile ein paar Arme, also ist schon etwas betagt, dann nicht mehr ganz so frisch. Heißt, hier könnte es dann zu einer Korrektur kommen und wer das gerne möchte, kann dann halt entsprechend in den kleinsten Zeiteinheiten auch sagen, okay, wir schauen uns jetzt hier in den 15 Minuten mal entsprechend diesen Aufwärtstrend auch an, wie er in der Stunde gelaufen ist. Und wenn die 15 Minuten beispielsweise hier unten drunter fallen, das heißt, wir haben ja hier entsprechend den letzten Bewegungsschub nach oben, das ist mal dieser, wenn er hier drunter fällt, fängt eine Korrektur an, führt man die Korrektur weiter, hier drunter bricht der Stundenaufwärtsbewegungstrend und damit hat man dann eine schöne Korrektur in der Stunde, die man dann im kurzfristigen Bereich auch traden kann. Also Sie sehen, an diesen Stellen gibt es immer viele einzelne Möglichkeiten, was man hier machen kann. Gerade wenn Bewegungen auch weit gelaufen sind, erhöht sich ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Korrektur sehen. Und das sind dann die Punkte, wo man in den kleineren Zeiteinheiten sehr, sehr gerne hinschauen kann. Und gerade solche Marken, wie ich die hier gerade im Stundenchart, im Tageschart auch angezeichnet habe, also man sieht sie in der Stunde und auch im Tag problemlos, dass man sagt, wir sind hier weit gelaufen in so ein Tageshoch rein. Wenn da nicht wirklich Kaufdynamik ankommt, kann es auch passieren oder passiert es recht häufig, dass wir da eine Korrektur nach unten sehen, also eine Bewegungskorrektur mit oder eine Bewegung mit Sinken in den Kursen und das kann dann ohne weiteres auch für kurzfristiges Trading genutzt werden. Und damit zum Indexbereich und da gehen wir heute mal nach China und zwar den Hang Seng schauen wir uns mal an. Das ist hier das Kürzel HK50. Beim HK50 haben wir, ich mache es kleiner, das Bild, dass wir mehr sehen, hier einen Markt, der momentan doch deutlich nach unten abwärts gerichtet ist. Das sehen wir hier. Wir haben hier eine Korrektur gehabt, die in ihrer Bewegung, also nach der Korrektur in ihrer Bewegung hier in die Unterstützung um die knapp 28.000 Punkte Marke reingelaufen mit oder 27.900 hatten wir hier unten und danach ist hier sehr, sehr schön ein Abprall geschehen und jetzt hier an dieser Stelle sind wir schön weit auch zurückgelaufen, heißt also an dieser Stelle werden zwei Dinge opportun. Das erste, wir haben einen schönen Rücklauf dieses Schubs gehabt, wir hatten zwar kein neues Tief, aber hier unten ist der Markt abgeprallt. Jetzt kommt es hier dazu, gibt es Stärke weiterhin, dann könnte der Markt nochmal hier oben reinlaufen in diesem Bereich bei ungefähr 28.970 Punkte, also knappe 29.000 Punkte. Das ist mal die Marke auf der Oberseite. Sollte der Markt hier deutlich an Plus-Performance weiterlaufen, dann haben wir hier oben, Sie sehen es, einige Hochs liegen, die der Markt dann entsprechend anlaufen kann, weil dann wäre erstmal hier ein Aufwärtstrend entstanden und dieser Aufwärtstrend kann dann doch um einiges nach oben führen. Das wäre mal die Oberseite, das Potenzial, falls es wirklich zu einem Aufwärtsschub nach oben kommen sollte. Ich sage das mit Absicht so, weil wir haben hier momentan einen Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend ist momentan auch das aussagekräftige Szenario. Aus diesem Grund präferiere ich persönlich eher so die Unterseite und dass der Markt in die Unterseite auch laufen möchte, sehen wir heute auch an dieser Kerze. Schauen Sie hier, gestern war noch schön die Aufwärtsdynamik da. Wir sind hier mitten im Raum und heute gibt es wieder die Abwärtsdynamik und hier kann es im kurzfristigen Bereich schon jetzt leichter zu kommt, dass der Markt weiter nach unten abfällt und da ist als Zielmarke für das kurzfristige Trading erstmal hier das Tagestief von gestern relevant. Da sind wir bei knapp 28.150 Punkten und dann natürlich hier diese 28.000 Punkte Marke, die ist wieder der Anlaufpunkt. Hier kann es dann wieder zu einem Rebound kommen.
zu so einem Abfedern, oder aber der Markt bricht nach unten. Und wenn er hier dann entsprechend nach unten bricht, dann sind nächste Anlaufpunkte hier, die habe ich mir von hier drüben aus dem Chart geholt. Erst einmal das Tagestief, was wir hier unten hatten, dann hatten wir hier so ein kleines Gap, das ist so die Marke von 27.700, 27.600 Punkten und dann hier unten bei den 27.300 bis 350 Punkten haben wir hier einen neuen weiteren Anlaufpunkt, der unter Umständen als Unterstützung auch gelten könnte an dieser Stelle. Also hier hat der Markt doch einiges an Potenzial auch auf der Unterseite. Hier kommt es dann auch wieder drauf an, welchen Zeitrahmen Sie traden möchten. Aber es ist ein interessanter Chart, etwas, was man nicht jeden Tag auf der Uhr hat. Aber wir haben ja hier bei Tickmill viele, viele Symbole, die wir traden können. Und wir können ja unsere Trades entsprechend auch so planen, dass wir hier an dieser Stelle ohne weiteres den Markt auch in diese Richtung anfassen können sozusagen. Und damit schaue ich mal in den Chat hinein, ob irgendwer Fragen hat. Nein, Fragen sehe ich momentan nicht. Das heißt hier, wenn wir mit den Besprechungen der heutigen Handelsideen soweit durch sind, würde ich ganz gerne in die weiteren Punkte für den heutigen Handelsverlauf hineingehen. Das heißt, beziehungsweise für das heutige Webinar hineingehen. Wir sprechen jetzt einfach mal über die Themen, die für die nächste Woche wichtig werden. Das heißt, die kommende Woche hat ja auch ein paar Termine, die wichtig sein können, die die Kurse bewegen können und deswegen die wichtigsten relevanten Einzelthemen mal hier für Sie zusammengefasst. Wir beginnen am Montag um 14.30 Uhr in den USA. Da gibt es die Einzelhandelsumsätze für den Monat Juni und die Einzelumsätze quasi für den Monat Juni in Zusammenfassung. Also wir haben hier die Kernrate und die gesamten Einzelhandelsumsätze. Hier sehen wir auch wieder die Prognosen. Das nächste Woche Montag. Warum ist das wichtig? Der Einzelhandel ist ein sehr, sehr starker Wirtschaftszweig in den USA und wenn hier das Ganze wächst oder schrumpft, dann hat das entsprechend auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, die Gesamtleistung in den USA. Am Dienstag gibt es eine Rede vom FED-Vorsitzenden Paul um 16 Uhr das Ganze. Hier kann auch immer ordentlich Bewegung an den Index- bzw. Währungsmärkten ausgelöst worden. Am Mittwoch dann gibt es wieder mal Nachrichten aus der Eurozone. Da gibt es den Verbraucherpreisindex um 11 Uhr hier, also am Vormittag. Am Nachmittag aus den USA das Thema Baugenehmigung für den Monat Juni. Es spricht wieder der Herr Paul von der FED um 16 Uhr. Um 16.30 Uhr gibt es dann die Rohöllagerbestände, die aktuellen Daten. Wir sehen ja hier, was in dieser Woche war. Wir hatten ja einen massiven Rückgang von 12,6 Millionen Barrel. Das hat der Markt gar nicht erwartet. Trotzdem ist der Ölpreis ziemlich in die Knie gegangen. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an, was wir hier gestern im Handelsverlauf dann hatten. Und am Donnerstag gibt es dann noch um 14.30 Uhr auch aus den USA den Philly-Fed Herstellungsindex. Das sind Dinge, die haben wir hier nächste Woche auf der Agenda. Wie schon gesagt, das sind die Themen mit der höchsten Relevanz. Die weiter folgenden Relevanzen, also die zweithöchste Relevanz, die bespreche ich dann immer jeden Morgen mit Ihnen hier an dieser Stelle im Webinar. Und damit gehen wir in die Analyse der großen Indizes hinein. Haben wir ja jede Woche bis jetzt gemacht und das halte ich für Sie auch weiterhin mit offen. Hier nehme ich einfach mal einen neuen Chart. Wir fangen mal mit dem DAX entsprechend auch an. Ich mache das Chartfenster auch gleich direkt weiß für Sie, damit wir hier das Ganze deutlich besser sehen können. So, da haben wir es, das Ganze hier in weiß. Wir schauen uns den Markt hier im Tageschart an, weil das eine wichtige Sache ist. Wir haben jetzt hier den DAX einmal in seiner aktuellen Ausformung. Sie sehen es hier, ich blende Ihnen mal noch die 200er-Tage-Linie ein. Die hatten wir ja in letzter Zeit immer mal wieder miteinander auch besprochen und haben gesehen, der Markt, der DAX hier, ist unter diese Linie gelaufen. Nun haben wir es diese Woche geschafft, wieder an diese Linie heranzulaufen. Das heißt, wir testen sie gerade etwas von unten nach oben wieder an. Es wäre schön, wenn der Markt diese Linie hier auch nachhaltig zurückerobern könnte. Den ersten Test, wie schon gesagt, den gab es in dieser Woche und zwar am 10.07. Das heißt, hier lief der Markt mal schön oben drüber. Danach, na klar, der Abprall.
das ist etwas, das ist normales Verhalten. So ein Test muss man mal sehen, was entsprechend hierbei rauskommt. Was jetzt hier innerhalb dieses Marktes doch interessant ist, ist, dass wir diesen Abwärtstrend, den wir hier gesehen haben, die zweite Bewegung, das war ja die initiale Bewegung, dann gab es eine Korrektur und dann gab es die zweite Bewegung. Dass diese Bewegung jetzt hier, die kam in einem ziemlich starken Schub nach unten. So, und jetzt haben wir hier die untergeordnete Situation, dass wir einen Markt haben, der nach oben gelaufen ist, der dann entsprechend in eine Korrektur gekommen ist. Und jetzt ist es interessant, was der Markt hier an dieser Stelle macht. Laufen wir nämlich hier oben drüber, dann haben wir die Situation, dass wir erst einmal wieder einen aktuellen Aufwärtstrend haben, der sich sozusagen über diese 200er-Tagelinie auch drüber geschoben hat. Das ist erstmal ein positives Zeichen, weil der Markt wieder nach oben läuft. Das heißt hier, der aktuelle Trend wäre, wenn wir diese Marke hier oben von 12.600 und ein paar 30 Punkte überschritten haben, dann laufen wir wieder innerhalb eines Aufwärtstrends nach oben. Ne? Das übergeordnete Bild, also dieser Abwärtstrend, diesen Schub, den wir hier bekommen haben, der ist dann zwar noch nicht gebrochen, also dieser ist weiterhin gültig hier unten, aber wir haben untergeordnet einen Aufwärtstrend und diesen Aufwärtstrend kann man natürlich auch sehr schön zum Handeln nutzen. Das heißt, es kommt jetzt hier wirklich darauf an, wie diese Gesamtverortung ist und wie nah sie dem Markt entsprechend auch stehen. Das, was wir hier sehen, ist nach so einem sehr, sehr starken Schub nach unten normal. Es kann sich untergeordnet dann auch ein Aufwärtstrend bilden. Interessant wird es dann, was passiert, wenn der Markt in diesen Höhen hier oben reinläuft. Das heißt, wenn der Markt wieder hier Richtung 13.100, 13.200 Punkte oben läuft, was passiert hier oben? Beim letzten Mal hatten wir ja die Situation, dass wir hier sozusagen fallende Hochs hatten. Das Hoch hier war etwas tiefer als das Hoch hier drüben. Das war das Zeichen. Häufig sehen wir sowas an den Märkten, dass der Markt nach unten schiebt und genau das ist ja dann passiert. Heißt also, wir haben jetzt hier etwas Luft nach oben, bildet sich hier wirklich ein Aufwärtstrend. Ich lösche das mal ganz kurz raus, dass wir hier mehr sehen. Dann haben wir doch einiges an Potenzial nach oben. Hier oben wird es dann halt wichtig, interessant, was hier passiert. Bis dahin ist aber noch einiges an Zeit auch da. Wir müssen sehen, was hier entsprechend passiert. Das heißt hier, die Oberseite ist hier wichtig, die Marke von 12.600, was haben wir, 34,50 in diesem Bereich. Wir gucken mal ganz kurz oben drauf. Wir haben hier die 12.643 Punkte Marke. Also dieser Wert ist hier entsprechend wichtig, um den ganzen Ablauf hier beizubehalten, um zu sehen, wo wir hinlaufen. Also wie schon gesagt, über diese Marke, die wir hier oben hatten, darüber hinaus haben wir untergeordneten Aufwärtstrend und der kann dann durchaus hier oben hinlaufen. Interessant ist auch, was wir hier sehen. Schauen Sie, wenn der Markt hier oben drüber läuft, haben wir hier auch ein paar Tageshochs noch anlaufend, die wir legen können. Das heißt, wir können das Ganze hier auch mal schön im Stundenchart mit betrachten und da sehen wir im Stundenchart sozusagen auch die oberen Anlaufpunkte, wo der Markt entsprechend ranlaufen kann. Das heißt, das wäre wirklich zuerst dieses Niveau hier oben und danach haben wir hier diese Bereiche, wo wir die Trader suchen können, die nach uns kommen und das liegt an Potenzial vor. Uns spannend wird es halt, wie schon gesagt, je weiter der Markt nach oben läuft, wie dort die entsprechende weitere Entwicklung ist. Und damit zurück in den Tageschart hinein und wir schauen uns hier mal den US-Markt ein bisschen an. Wir fangen mal an mit dem Dow Jones. Den hatte ich ja in der letzten Woche auch mit Ihnen schon besprochen, wo wir gesagt haben, was ist jetzt hier passiert? Ich nehme die 200er-Tagelinie mal ganz kurz raus hier. So, löschen. Wir haben jetzt hier die Situation gehabt, dass entsprechend der Aufwärtstrend, den wir hier laufen hatten, der wurde gebrochen. Hier in diesem Bereich hatten wir ja den Bruch des Ganzen. Der Markt ist hier entsprechend unten drunter gelaufen. Heißt also, dieser Schub, dieser Aufwärtstrend nach oben ist erstmal negiert mit einer starken Bewegung. Nach einer solchen starken Bewegung ist es aber nicht klar, dass sich direkt auch ein Abwärtstrend bildet. Das heißt, wir wissen erstmal nur, das Teil ist gebrochen, irgendwas ist damit nicht mehr ganz in Ordnung und müssen einfach schauen, was die Märkte danach machen. Und hier im US-amerikanischen Index Dow Jones haben wir untergeordnet jetzt schon wieder gesehen, dass der Markt nach oben tendiert. Also hier nach diesem Bruch ist der Markt schön wieder angestiegen, nach oben gelaufen. Die Marktteilnehmer haben sich davon nicht beirren lassen und wir haben jetzt hier, Sie sehen es selber, ich zeichne Ihnen das mal ganz kurz hier mit ein. Wir haben jetzt hier einen bestehenden Aufwärtstrend wieder auf der Oberseite. Das heißt, nach dieser starken Bewegung nach unten hat sich direkt wieder ein Aufwärtstrend im Markt etabliert und auch hier ist es jetzt von der Seite her sehr, sehr wichtig, was entsprechend passiert. Sie sehen es, der Markt ist jetzt hier gestern über, beziehungsweise gestern ist er rangelaufen, heute Nacht ist er oben drüber gelaufen, entsprechend über dieses Hoch. Also das heißt, die Bewegung hat sich jetzt hier neue Hochs entsprechend erklommen. Wir kämpfen gerade so ein bisschen oder wir bewegen uns gerade
gerade so ein bisschen um die Marke von knapp 25.000 Punkten. Potenzial nach oben ist definitiv auch da. Das heißt, hier schauen wir auch mal in den Markt. Wir haben jetzt hier auch einige Tageshochs vor uns liegen hier. Das Tageshoch vom 19. um die Marke von 25.017 Punkten. Und dann geht es hier oben Stück für Stück weiter. 25.151 und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier relativ nah aneinander liegende Tageshochs. Und bei positiver Kursdynamik würde einiges dafür sprechen, dass wir hier nach oben auch mit ranlaufen, hier in diesen Bereich oben rein, was ja das letzte Mal der Widerstand war, wo der Markt nicht wirklich drüber gelaufen ist und hier wieder rumgedreht hat. Und das ist hier die Situation, die wir hier dann auch an dieser Stelle wieder haben, wenn wir hier oben sind. Dann wird es halt spannend, was der Markt da macht. Ne? Läuft er wirklich bis ran und oben drüber, dann hat sich diese ganze Abwärtsbewegung hier komplett negiert. Wir schreiben hier, neue Kurse haben dann das Potenzial, tatsächlich auch hier in diese Obermarken, Oberbereiche reinzulaufen. Ich markiere Ihnen das mal. Das haben wir einmal hier an dieser Stelle, einmal hier an dieser Stelle und einmal hier oben an dieser Stelle am Allzeithoch, wo der DAU tatsächlich reinlaufen könnte. Das wäre mal der Weg nach oben. Also wir haben hier schon noch ein Stückchen Platz und hier an dieser Stelle stellt sich dann jetzt auch die Frage, was kommt dann? Das heißt, was passiert, wenn der Markt hier oben ranläuft? Schafft er es drüber zu springen? Das wäre ein sehr, sehr positives Zeichen. Dann stehen wirklich die Potenziale hier drüben auf der Agenda. Schafft er es allerdings nicht, dreht er rum, dann haben wir hier das nächste tiefere Tief, so rum muss es heißen, heißt also, laufen wir nur bis ran und drehen vorher wieder um, dann hätten wir hier eine Abfolge fallender Tiefpunkte und das wäre dann wieder ein etwas bärisches Zeichen und dann würde sozusagen wieder eine abwärtsgerichtete Bewegung hinausgehen. Diese Vorherbewegung, die diesen Trend hier gebrochen hat, wurde nicht sozusagen komplett negiert und wenn der Markt dann wieder nach unten laufen würde, dann wäre hier der Markt nach unten eher tendenziell anzusehen. So stehen wir heute noch nicht. Wir wollen ja die aktuelle Situation analysieren, aber etwas Blick in die Zukunft ist halt auch interessant. Das heißt hier, wir haben nach oben noch ein bisschen Luft. Schauen wir mal, was da kommt. Das ist gut tradebar, wenn der Markt weiter nach oben läuft. Zeigt er uns allerdings Schwäche, dann wäre das definitiv ein Zeichen, dass man hier sagen muss, okay, dann schaut es der Markt halt von unten an. Wie sieht so ein Schwächezeichen aus? Das würde dann sozusagen beispielsweise, wenn der Markt jetzt bis hier oben rangelaufen ist, wir haben jetzt hier ein neues Kurshoch gemacht und die Schwäche würde jetzt schon anfangen, dann würde das praktisch so aussehen, dass wir hier diesen Trend brechen würden und dann hätten wir hier sozusagen die Bewegung, eine Korrektur und dann eine neue abwärtsgerichtete Bewegung und dann müsste man schauen, was hier unten passiert. Also es ist momentan so ein bisschen hin und her, sehr interessant, was von unten her, was an oberen Lauf kommt. Jetzt ist es halt interessant, wo laufen wir hin? Wir stehen halt momentan mittendrin. Mittendrin ist meistens ein bisschen schwer für das mittelfristige Trading gute Entries zu bekommen. Das heißt, für das kurzfristige Trading schaut man sich in der Regel dann immer die Stunde an und wir schauen mal auf die Stunde hier auch im Dow Jones und hier sehen wir logischerweise, weil der Tag ja auch schön nach oben läuft, die Stunde sehr, sehr schön auch nach oben laufend. Hier die großen Trends, der große Schub und die Stunde hat halt hier sozusagen jetzt ihre Bewegung gefunden. Also hier haben wir, das mache ich mal kurz etwas größer für Sie, untergeordnet hier den Aufwärtsschub. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein neues Hoch. Hier war die erste Bewegung, hier sind wir hochgelaufen. Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier ging es so ein bisschen Tingeldangel hin und her. Jetzt drunter, ich glaube mal, wenn wir hier unten drunter laufen würden, entsprechend, dann wäre das so ein Zeichen, dass der Markt erstmal ein bisschen abwärts tendieren würde. Spätestens, wenn wir hier im kurzfristigen Bereich unter diese Marke laufen, dann würde es erstmal heißen, okay, jetzt beginnt hier etwas Korrektur der Bewegung auf dem Tageschart. Das heißt, dass hier oben wäre das früheste Zeichen, dass man ein bisschen vorsichtig sein sollte. Für den ganz kurzfristigen Trader wäre das natürlich ein idealer Zeitpunkt hier sozusagen sich auch mit zu positionieren. Warum? Weil das natürlich hier eine Korrektur des Ganzen gewesen ist. Na, wenn Sie sich das Ganze mal anschauen, da haben wir hier quasi den Bewegungstrend in den 15 Minuten und dieser Trend wird gebrochen, wenn er hier unten drunter ist. Das heißt, die Bewegung ist da erstmal zu Ende, da kann Korrektur anfangen und wenn man halt hier unter diese untere Linie läuft, dann wird entsprechend auch nicht nur der Bewegungstrend, sondern hier in der Stunde dieser Aufwärtstrend entsprechend gebrochen, was dann im Tag die Bewegung angeht. Das heißt, da fängt dann definitiv der Korrekturbereich an und das ist für das kurzfristige Trading durchaus ein sehr, sehr interessanter Aspekt, den man hier entsprechend auf der Uhr haben kann. Und damit würde ich gerne mal noch zum US-Tech gehen, das heißt zum technologielastigen Index, Nasdaq 100 auch genannt. Ein Wahnsinn, was hier abgeht. Wir sehen es ja auch hier, wir hatten das Ganze auch in unseren Freitagsbesprechungen beleuchtet. Wir hatten hier diesen starken Schub nach unten, der diesen Trend hier erst einmal negiert hat, aber auch hier hat der Markt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben auch hier, genauso wie wir das bei den anderen Indizes gesehen haben, direkt danach Bewegung, Korrektur,
Bewegung und hier oben gab es nochmal einen kleinen Huckel nach unten, hier und dann wieder diesen großen Schub. Wir haben jetzt hier einen technologielastigen Index in der USA, der wieder am Allzeithoch steht. Was jetzt hier an dieser Stelle sehr, sehr spannend wird, ist, wie der Markt an dieser Stelle reagiert. Wenn wir uns das letzte Mal mal anschauen, was er gemacht hat, er hat nach den Allzeithochs in letzter Zeit immer recht kurz geschoben und dann ordentlich korrigiert. Also schauen wir mal, hier gab es ja das letzte Hoch. Zack, bis dahin ist es gelaufen. Warten Sie, ich mache das Fenster mal ganz kurz grün, damit wir das mal optisch etwas einsehen können oder besser einsehen können. Das war also die positive Bewegung entsprechend nach oben. Hier ist jetzt die Frage, was passiert. Hier hatten wir das nächste Hoch an dieser Stelle, hier diesen Bereich. Hier, zack, hat der Markt nach oben geschoben, um dann entsprechend zu korrigieren. Ist jetzt die Frage, was jetzt hier passiert. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal anschaut und dann mal die Unterseite beleuchtet hier an dieser Stelle, da sehen wir doch momentan immer Märkte, die mal kurz nach oben laufen und dann entsprechend tief korrigieren. Auch das mache ich mal kurz in einer anderen Farbe für Sie, damit das besser sichtbar ist. So, okay. Das wäre dann die Unterseite hier in diesem Bereich, hier drüben genau das gleiche. Der Markt ist oben reingelaufen und hat dann erstmal ordentlich entsprechend korrigiert. Also es bleibt hier oben spannend, was passiert. Wir haben in den letzten Malen immer ein bisschen Schub nach oben gesehen und danach schöne Korrekturen. Muss man sehen, was hier oben abgeht. Der läuft jetzt weit in seine Bewegung hinein. Das ist für das kurzfristige Trading recht interessant, wenn wir hier eine Top-Bildung sehen, auch in den kleineren Zeiteinheiten, beziehungsweise hier hat man es ja auch im Tag schon gesehen. Das wären dann interessante Punkte für diejenigen, die kurzfristig agieren, im Tageschart die Marken rauszusuchen, in den kleinen Zeiteinheiten dann die Gegenbewegung entsprechend zu traden. Man weiß nicht, wie lange das Ganze noch geht. Es kann sich auch ein sehr, sehr starker Stab nach oben bilden. Das heißt hier aus reiner Trendtechnik, wir haben jetzt hier einen schönen Aufwärtstrend, der ein Allzeithoch geschrieben hat. Und diese Trendbewegung liegt jetzt halt in ihrer Bewegung, also weit in der Bewegung oben drüber. Das heißt, das Kleine ist weit in der Bewegung und hier haben wir das neue Allzeithoch. Das heißt, die Bewegung ist auch schon ein ganzes Stückchen weit gelaufen. Müssen wir sehen, was hier entsprechend oben rauskommt, aber hier der Markt auf alle Fälle schön grün, schön nach oben laufend, ein Markt weiterhin im Bullenmodus an dieser Stelle. Und dann hatte ich ja gesagt, wir schauen uns mal den Ölpreis an, den hatten wir ja gestern auch schon besprochen. Wir haben jetzt hier, ja, Sie sehen es ja selber, der Aufwärtstrend ist weiterhin da im großen Bild, das heißt, hier haben wir die Korrektur weit gelaufen, die Bewegung wieder schön eine Korrektur, eine schöne nach oben gelaufene Bewegung. Jetzt haben wir hier einen Abwärtstrend, der doch tief in seiner Dynamik nach unten gelaufen ist. Sie sehen diese Wahnsinnskerze hier. Am Mittwoch, als der Ölmarktbericht nach oben rauskam, da gab es, habe ich gelesen, irgendwo noch Meldung seitens der OPEC, dass man dafür sorgen möchte, dass der Ölpreis nicht so stark ansteigt. Ja gut, mal schauen, was entsprechend daraus wird. Auf alle Fälle hat der Markt auf diese Meldung doch massiv mit Kursverlusten reagiert, ne? Weil der Ölmarktverbrauch war ja deutlich mehr als das erwartet wurde. Das heißt, im Normalfall wäre es da eigentlich Kurssteigerung gegeben. Aber die Kommentare der OPEC haben wahrscheinlich dafür gesorgt, dass der Markt hier so stark nach unten gefallen ist. Ob das so ist, wissen wir ja sowieso nicht. Das ist nur ein Grund, den man sucht und findet. Der passt jetzt zur Chartsituation. Ob das der wahre Grund für die Verkäufe ist, ich habe keine Ahnung. Es spielt auch überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir sehen, was der Markt hier macht und wir sehen momentan einen Markt hier, der korrigiert und zwar die Korrektur entsprechend fortgeschritten ist. Wir messen mal kurz die Bewegung aus. Also wir laufen jetzt hier, wir sind im Tief von gestern an die 50% Korrekturmarke auch gelaufen. Hier muss man einfach mal abwarten, was passiert. Wir stehen jetzt hier weit in der Korrektur. Umkehrsignale wären interessant für die Oberseite. Muss man schauen, was passiert. Aber diese starke Dynamik von gestern wurde halt noch nicht negiert, da der Markt läuft hier weiter runter. Das sehen wir auch sehr, sehr schön in der Stunde, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Der Markt ist hier auch in der Stunde deutlich nach unten gelaufen. Wir haben hier einen deutlichen Abwärtstrend im Markt entsprechend und dieser Markt oder dieser Abwärtstrend bildet hier an dieser Stelle gerade auch wieder so eine flache Seitwärtsbewegung hier an dieser Stelle. Ich zeige Ihnen das mal. Also hier haben wir so eine flache Base, wie ich das ganz gerne nenne. Also hier dieser Bereich. Wir hatten hier den Hochpunkt und hier den Tiefpunkt und da kommt es halt drauf an, wenn man das Ganze mal in der Trendverortung auch anschaut. Wir haben jetzt hier diese letzte Bewegung auch wieder weit korrigiert. Ich messe das auch mal eben aus für Sie. Das heißt, das war ja die Trendbewegung.
Und wir sind jetzt hier deutlich in den Bereich von über 60% Korrekturlevel reingegangen. Das heißt, das ist schon interessant vom Korrekturbereich. Hier läuft der Markt jetzt seitwärts und ein Bruch dieser ganzen Geschichte nach unten hin würde halt dann entsprechend wieder die Möglichkeit inszenieren, dass wir hier weitere Tiefkurse sehen. Anlaufpunkte hätten wir dann hier, wenn man sich mal rein den Stundenchart anschaut, von dem kurzfristigen Bereich wären hier im Stundenchart erste Anlaufpunkte hier unten die Marke von 69, was haben wir hier, knappe 70, nee, 69,63, dann hier unten die 69,43 und dann das Tagestief von gestern bei 69,26. Also das wären mal so die Umkipppunkte, die wir hier haben. Absichern kann man sich halt hier relativ eng. Das sind halt diese schönen Basen, die sich hier in diesem Bereich finden. Das wäre also doch sehr charmant, wenn man hier das Ganze zum Trading auch mit nutzen könnte im kurzfristigen Bereich. Wie schon gesagt, der mittelfristige Bereich ist hier in seiner Korrektur. Wir werden sehen, wie die sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt hier genügend Ansatzpunkte. Also für den kurz- und mittelfristigen Trader gibt es hier einiges, was man machen kann. Derjenige, der sich sagt, naja, Mensch, wir wollen mal dieses große Chartbild hier sehen, der wartet einfach auf die Umkehrsignale hier im Tageschart. Diejenigen, die das Ganze kurzfristig betrachten, sehen diesen massiven Absatzschub hier nach unten, gucken sich das Ganze im Stundenchart an und die Stunde will ja weiter nach unten. Wir haben hier etwas Korrektur gesehen und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Wenn diese Schwäche erhalten bleibt, hier ist ohne weiteres mal möglich. Wir hatten ja hier in diesem Aufwärtsschub an dieser Marke von 67,76 hatten wir hier mal einen kurzen Halt. Das wäre durchaus auch ein Anspruchpunkt, wo man sagen kann, da kann der Markt hinlaufen. Hier schauen wir mal, gestern haben wir am Ausbruchsniveau getradet. Hier hatten wir den Ausbruch hier drüben im Chart bei 69 und was war die Marke hier oben? 69, knapp 50 in diesem Markt. Da hat der Kurs direkt wieder nach oben gedreht. Wir schauen mal, was wird auf alle Fälle ein spannender Markt. Auch hier im Moment geht in seine Korrektur des Tagescharts hinein. Also alles im Normbereich. Der große Trend nach oben ist weiterhin da. Kurzfristig, Sie sehen das im Öl, gibt es schöne Volatilität, die man gerne auch mit nutzen kann, hier entsprechend zum Traden. Und damit habe ich die wichtigsten Charts einmal beleuchtet. Wir haben die großen Indizes angeschaut. Wir haben mal auf den Ölpreis, der häufig im Fokus ist, geschaut. Und damit würde ich sagen, gehen wir hier zum nächsten Thema. Und zwar dem Thema, dass wir mal uns den US-Arbeitsmarkt anschauen. Da mache ich einen kurzen Break wieder hier in der Aufnahme, dass ich das Video trenne. Und dann bin ich sofort wieder bei Ihnen zurück.